Liebe Geschwister im Herrn Jesus Christus, in der Übersichtsbetrachtung zu 1. Mose 49, dem Segen Jakobs, sind wir nun beim Benjamin angelangt. Benjamin ist ein Wolf, der zerreißt, am Morgen verzehrt der Raub und am Abend verteilt der Beute. Vers 27. Mit dem Bild des reißenden Wolfes wird sowohl die Kampfeslust als auch die Schnelligkeit, womit Benjamin seine Feinde besiegen würde, symbolisiert. An anderen Stellen im Alten Testament wird nichts so positiv über den Wolf gesprochen. Vergleiche Jesaja, Jeremia 5,6, Hesekiel 22,27, Habakkuk 1,8 und Zephania 3,3. Die Tatsache, dass hier sowohl vom Morgen als auch vom Abend die Rede ist, weist darauf hin, dass er zu jener Zeit im Kampf erfolgreich sein würde. Dass er zu jeder Zeit im Kampf erfolgreich sein würde. Vom kriegerischen Charakter des Stammes Benjamin gibt es viele Beispiele in der Schrift. Bekannte Benjaminiten waren der Richter Ehud, Richter 3,15, König Saul, 1. Samuel 9, 1 und 2, und dessen Sohn Jonathan, Simei und Sheba, die sich gegen David erhoben, 2. Samuel 16, 5, 20, 1, Mordechai, Esther 2, 5 und Paulus, Philipper 3, 5. Dies waren alles kämpferische Männer. Vor seiner Bekehrung verfolgte der Apostel Paulus die Versammlung Gottes und nachher hat er wie kein anderer für sie gekämpft. Mordechai und Esther hatten für die Sache des Volkes Gottes gekämpft und verteilten anschließend die Beute Hamans und seiner Mitgenossen. Beim Verteilen der Beute können wir auch daran denken, was Saul durch seine Siege für Israel zustande gebracht hatte, indem er die Töchter Israels mit Karmesin und goldenem Schmuck bekleidete. 2. Samuel 1, 24. Jonathan kämpfte den Kampf des Glaubens und errang einen großen Sieg in Israel. 1. Samuel 14, 1 bis 45. Unter dem Stamm Benjamin gab es viele fähige Steinschleuderer und Bogenschützen. Richter 20, 16, 1. Chroniker 8, 14, 12, 2 und 2. Chroniker 14, 8 und 17, 17. Es gibt somit genügend Beispiele, die die Anwendung dieses Segensspruches verdeutlichen. Der Segen Mose für Benjamin ist völlig andersartig. Er beschreibt Benjamin als den Liebling des Herrn, der in Sicherheit bei ihm wohnt und durch ihn beschirmt wird. 5. Mose 33, 12. Hier ist jedoch nicht der Charakter Benjamins der Gegenstand, sondern sein Erbteil im verheißenen Land und die besondere Gunst, die ihm dadurch erwiesen wurde, dass Gott sein Heiligtum in sein Gebiet gesetzt hatte. In prophetischer Hinsicht haben wir in Benjamin ein Bild des wiederkommenden Christus, der bei seiner Erscheinung in Herrlichkeit alle seine Feinde besiegen wird. Josef und Benjamin bilden zusammen ein Bild von Christus, wie er am Ende der Tage geoffenbart werden wird. In der Geschichte Josefs im 1. Mose, wo Benjamin 12-mal erwähnt wird, sind die beiden Brüder ebenfalls miteinander verbunden. Diese Verbundenheit ist auch in vorbildlicher Hinsicht zu erkennen. Josef ist ein Bild des erniedrigten und verherrlichten Christus, der Träger der gesamten Gunst Gottes ist, und Benjamin symbolisiert den wiederkommenden Herrn, der hier auf der Erde im Namen Gottes regieren wird.
Es existieren mehrere solche Doppelbilder von Christus in der Schrift, zum Beispiel Mose und Aaron, David und Salomo, Josua und Serubabel. Die Bedeutung des Namens Benjamin ist in dieser Hinsicht ebenfalls wichtig. 1. Mose 35, 18. Rahel nannte ihn Benoni, Sohn meiner Not, aber sein Vater nannte ihn Benjamin, Sohn der Rechten. Israel hat durch die große Drangsal zu gehen, bevor der Messias erscheint, von dem sich dann herausstellt, dass er der Mann zur Rechten Gottes ist, der auf den Wolken des Himmels kommt. Daniel 7, 13 und 14. Matthäus 26, 64. Dieser himmlische Machthaber wird alle seine Feinde besiegen, wenn der Morgen des Friedenreiches anbricht und er als die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht. 2. Samuel 23, Vers 3 und 4. Malachi 4, Vers 1 und 2. Für den gläubigen Überrest aus Israel, der an den Folgen seines Sieges teilhaben wird, bedeutet dies Segen. Doch den gottlosen Teil des Volkes, der dem Antichristen nachgefolgt war, wird er richten. Er wird in flammendem Feuer Vergeltung üben und die Gesetzlosen sowie die abtrünnigen Könige der Endzeit vernichten. 2. Thessalonicher 1, Vers 7 und 8 und Kapitel 2, Vers 8. Er wird die Nationen mit dem Schwerte seines Mundes schlagen, wenn er als der Sieger aus dem Himmel niederkommt. Offenbarung 19, Verse 11 bis 21. Dann beginnt ein neuer Tag für diese Welt, wenn Christus als Friedefürst regieren wird. 1. Korinther 15 belehrt uns, dass er herrschen muss, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt und schließlich auch den letzten Feind, den Tod, beseitigt hat. Verse 25 und 26. Durch einen Vergleich mit Offenbarung 20 wird ersichtlich, dass dies am Ende der Christusregierung sein wird, und zwar nach dem Gericht vor dem großen weißen Thron, wenn Christus das Königreich Gott dem Vater übergibt und der ewige Zustand beginnt, worin Gott alles in allem sein wird. Der Tod und der Hades werden dann nämlich in den Feuersee geworfen, sodass in der neuen Schöpfung keinerlei Platz mehr für die Macht des Todes sein wird. Offenbarung 20, Vers 14, 21, Vers 4. Ich denke, dass dies die prophetische Bedeutung des Morgen und Abends darstellt. 1. Mose 49, Vers 27. Der Segen Benjamins erstreckt sich über den ganzen Tag des Friedenreiches. Diejenigen, die Christus angehören und mit ihm als dem großen Sieger verbunden sind, werden an den Folgen des Sieges, den er errungen hat, teilhaben. Benjamin verteilt die Beute. Danach besteht auch eine geistliche Anwendung, die bereits für die heutige Zeit ihre Gültigkeit hat. Wenn wir in diesen Segenssprüchen das geistliche Wachstum eines Gläubigen gesehen haben, dann besteht der Höhepunkt dieses Wachstumsprozesses darin, dass Christus in seiner Herrlichkeit gesehen wird und er in unserem Leben zur Gestaltung kommt. Nach dem großen Wendepunkt in Vers 18, dem Gebet und die Offenbarung der Rettung des Herrn, sahen wir in Gad die Überwindungskraft, in Aser die Fruchtbarkeit, in Naphtali die Freiheit, worin der Christ steht und Gott als seinen Vater anrufen kann. Doch die Krönung unseres Glücks besteht nicht in unserem Heil, sondern in unserem Heiland, dem wir angehören und der in unserem Leben groß gemacht werden möchte.
Wir möchten unsere Augen auf ihn richten, den Herrn der Herrlichkeit, der der Mittelpunkt und der Kanal jeden Segens ist und der als der Mann zur Rechten Gottes uns bereits jetzt in unserem irdischen Kampf zu überwinden macht.